Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder am Montag mit einer frisch gepressten Sendung, frischem Elan und Themen wie zum Beispiel einem Stammtisch und einem Vorstammtisch zum Stammtisch, wo wir über Kreditkarten reden, wenn ihr wollt. Wir haben dann als Thema Flughafen Wien, 70 Jahre alt, EasyJet unterstützt Lufthansa bei der ITA-Übernahme irgendwie so am Rande. Dann haben wir wieder den Status-Match von Air France KLM, den ich am Meilenmittwoch schon mal hatte, der von USA jetzt auch nach Europa gebracht worden ist und andere Regionen. Also da könnt ihr auch mal schauen. Und wir haben heute Wizz Air, die finden Westeuropa komplett doof. Also gehen da so auf Ryanair-Strategie und sagen, warum das alles Quatsch ist. Wir haben dann Delta, die haben eine Boeing 767, die hat ihre Rutsche verloren. Also irgendwie kann man fast schon aus den Teilen, so wie es der Postillon gesagt hat, die vom Himmel fallen, eine neue Boeing bauen. Und Dubai, Al Maktoum Airport, das ist der Dubai World Central, also DWC im Busch. Da gibt es Milliardeninvestitionen, da soll es weitergehen. Und Jamming, Spoofing, Probleme in der Baltischen Bucht, die Finnair dazu zwingen, Flugzeuge umdrehen zu lassen. Jetzt geht es natürlich wie immer um euch. Drängt an, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Dann gibt es noch einen Hinweis zu den Stammtischen. Habe ich euch ja lang und breit immer wieder versprochen, Stammtische, Termine. Ich habe Termine, ich habe sie extra rausgeschrieben. Und zwar am Freitag, dem 17. Mai, sind wir in Frankfurt im Hyatt Place. Gibt lecker Currywurst. Auch wenn die Preise angezogen haben dort. Ja, so ist es mir berichtet worden. Ich selber war da nicht essen lange, aber habe da übernachtet. Und zwar am 17. Mai um 17 Uhr fangen wir an mit dem Kreditkartenstammtisch. Da geht es um die US-Kreditkarten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da auch mit mir darüber sprechen. Wir gleiten dann langsam weiter in den normalen Stammtisch, sprechen über alle Themen, die mit Vielfliegen, mit Reisen zu tun haben, mit euren Erlebnissen, mit Punkten, mit Status, alles quasi. Also insofern kommt und wer kann kommen? Jeder kann kommen, der Lust hat und gespannt ist, neue Leute kennenzulernen, die einem da aus der eigenen Welt den Horizont erweitern. Dann haben wir am Dienstag, den 28. Mai, das ist leider ein Wochentag, ich weiß, das ist aber Hamburg. Und da haben wir in Hamburg nämlich die AIX, die Aircraft Interior Expo, so heißt es ganz genau. Da gehe ich auch schon mit zwei Leuten auf die Messe. Der eine Kollege hat sich gemeldet, hat aber noch nicht bestätigt. Bin mal gespannt, Stadtbär, ob du kommst, würde dann gucken, dass wir die Akkreditierung hinkriegen. Auf jeden Fall um 17 Uhr haben wir einen Stammtisch, der sich um die US-Kreditkarten dreht. Und wir haben dann weiter um 6 Uhr den Stammtisch, der für alle ist. Es wird irgendwo in der Innenstadt sein. Ich muss noch mal gucken, welche Location ich da nehme. Mal gucken, aber vielleicht gehen wir auch ins Paulaner. Mal sehen, also ins Brauhaus. Aber lasst euch überraschen, ich sage rechtzeitig Bescheid. Ist ja noch ein bisschen hin bis 28. Mai. Und wer in Berlin lieber mit mir sprechen möchte, kann das tun. Und zwar in Berlin haben wir am 7., da haben wir um 16.30 Uhr den Stammtisch schon für die Kreditkarten, die US-Kreditkarten. Habe ich das übrigens auch schon gesagt für Hamburg? Ja, Hamburg war 5 Uhr und dann um 18 Uhr der normale. Also 17 Uhr Kreditkarten und 18 Uhr. Aber wer beide mitmachen will, hey, so what. Am 7. Juni Stammtisch in Berlin, in der Stadt. Wird auch wahrscheinlich irgendwo so beim Grand Hyatt wahrscheinlich wieder stattfinden. Gibt auch wieder Currywurst. Ja, ich bin Currywurst-Fan, tut mir leid. Um 16.30 Uhr und dann geht es um 18.30 Uhr weiter mit dem regulären Stammtisch. Dazwischen werde ich die Lounge unsicher machen. Wer als erster sich meldet, mit mir in die Lounge kommen möchte, soll Bescheid sagen und hier schreien, nehme ich mit in die Lounge, die lohnt sich in Berlin immer. Also, den Link findet ihr unten in den Kommentaren, also in der ersten Kommentarspalte und in den Shownotes. Also ich werde das pinnen. Jetzt können wir auch direkt starten mit der Sendung. Und zwar nach 4 Minuten 22 und zwar haben wir den Flughafen Wien. Und da ist es so, dass wir durchaus auf das Thema eingehen können. Denn der Flughafen Wien ist 70 Jahre alt geworden. Wenn man sich das Ganze anguckt, 1954 64.000 Passagiere im ersten Jahr, dann wurden 19.000 Schilling. Ich erinnere mich da immer so an alte Sendungen.
was 19 Millionen Schilling sind es gewesen. Ja, 19 Millionen Schilling. Das ist wie so eine Eurovisionssendung, wo alles immer Schweizer Franken, Schilling und in D-Mark noch gesagt wurde. Aber 19 Millionen Schilling in Euro, nur damit man mal das weiß. Ich glaube, 14 ist der Faktor. Ihr seht es mir nach mit Österreich. Aber warum sagt er denn jetzt hier kenianische Schilling? Also ich gehe davon stark aus, dass das irgendwas mit 14 war, weil es war doch so, 7 Schilling eine Mark und eine Mark durch 2 ist Euro, so roundabout. Also wären das 14, dann wisst ihr, dass das bummelig 1, irgendwas Millionen Euro waren. Und das ist ja eigentlich eine Summe, wo man überlegt, heute kommst du damit nicht mehr weit. Und wo man in den 50er Jahren, wie viel Wert das hatte, das Geld. Und auf jeden Fall ist das so, dass man jetzt dieses Jahr 23.000 beschäftigt hat, 30 Millionen Passagiere. Und am Donnerstagabend waren 1.100 Gäste aus der Politik, aus dem Showbusiness, also aus der Welt des Tourismus dort. Spannend finde ich für den Flughafen wirklich diese Entwicklung, die der Flughafen auch genommen hat. Spannend ist ja auch, dass dort EasyJet bzw. Ryanair als Billigflieger oder Lauda, egal wie man es jetzt sieht, sich doch durchaus etabliert hat und auch andere Fluggesellschaften. Emirates fliegt ja auch jetzt saisonal mit dem 380er wieder rein und raus in Wien, 2 Umläufe. Also Wien ist schon ein geiler Flughafen, das ist ehrlicherweise so. Und auch die Lounge ist ja sehr schön geworden, diese Vienna Lounge. Gibt's, hups, was ist da denn passiert? Ah, erschrocken. Seid ihr live dabei gewesen, dass ich, das Rollo, hatte eben das Rollo runtergemacht, weil die Sonne mir ins Gesicht geschienen hat. Jetzt ist es einmal rückrotiert, auch lustig. Ha, lustig, lustig. Aber das für einen Show-Effekt. Ja, Wiener Flughafen, da könnt ihr natürlich was schreiben. Das ist der größte Arbeitgeber in der Ostregion. Wie ihr den Wiener Flughafen findet, was ihr für Erinnerungen an den Wiener Flughafen habt. Und vielleicht müssen wir auch wieder einen Stammtisch mal in Wien machen. Lang ist es her. Jetzt geht es zum zweiten Thema und das ist dann wieder, oder drittes Thema, wenn man die Stammtische mitzählt, sind Boeing-Flugzeuge. Ich weiß nicht, was da ist. Das ist wie beim Fußball, hast Scheiß am Fuß, hast Scheiß am Fuß. Da ist eine 767 geflogen, die hat die Rutsche verloren, habe ich auch von jemandem wieder geschickt gekriegt, glaube ich, da war Stadtbär, ich weiß, ich möchte nicht umrechnen. Beim letzten Mal war es übrigens Matthias, danke nochmal Matthias dafür, sorry. Das ist so, dass man dort bei der 767 die Rutsche verloren hat und das war ein Flug von New York. Und da hat man Vibrationen gefunden. Es sollte eigentlich von JFK nach Los Angeles gehen in der 767-300 am 26. April. Ich kann euch hier auch mal ein Bild auf den Monitor zaubern. Und zwar sieht man dann einfach dieses fehlende Teil. Ich habe es natürlich wie immer nicht vorbereitet, aber ihr seht, wenn ich live dabei bin, kann ich das auch schon live zeigen. Hups, da machen wir es hübsch. Da seht ihr das Teil fehlend. Man sieht auch dieses klaffende Loch, aber das ist im Prinzip nur die Klappe, wo die Rutsche rauskommt. Also das ist jetzt nichts, was ein Problem ist. Aber es gibt natürlich dann Vibrationen, macht dann auch ein bisschen Probleme. JACDEC, also diese, die Flugunfälle melden. Die haben geschrieben, dass das Flugzeug 1990 gebaut worden ist und hat halt ein In-Flight Deployment. Aber die Rutsche ist halt direkt ab und Gott sei Dank kein Schaden angerichtet worden. Das Flugzeug ist dann wieder sicher gelandet und ihr habt ja gesehen, wie es nach der Landung aussah. Da war quasi die Klappe auf und das Ding war weg. Also interessant, was bei Boeing los ist, aber das ist ein Flugzeug aus 1990. Also da haben wir jetzt keine Angst, dass da irgendwie was geschludert wurde. Da wurden die Flugzeuge ja noch ordentlich zusammen genietet bei Boeing. Ja, jemand, der nicht auf Boeing setzt, im Gegensatz zu Ryanair, das ist die Wizz Air. Und zwar ist das bei der Wizz Air so, dass man dort Westeuropa nicht mehr so auf dem Fokus hat. Und das ist wirklich so, weil man sagt, dass die A320-Neo-Flotte, die ja auch Probleme bereitet durch Ausfall der Triebwerke, weil die Triebwerke dort ein Problem haben, ist so, dass man dort natürlich die Wachstumspläne durchziehen möchte, aber nicht so wachsen kann, wie man es möchte, wenn die Flugzeuge fehlen. Der Flughafen Dortmund ist da auch betroffen. Man hat da Angst um sein Jahresziel. Spannendes Zitat ist übrigens auch, und das ist der Airport-Chef Lutke von Beber,
Der sagt, ein Knick in den Wachstumskurve voraus. Und das Zitat ist folgendes: Bereits jetzt ist absehbar, dass die Airline Wizz Air im laufenden Jahr aufgrund der außerordentlichen Instandsetzung der Pratt & Whitney Triebwerke für einige Baureihen der A321neo ihre Kapazität um 10% reduzieren muss. Das wird auch Einfluss auf das Angebot der Wizz Air am Dortmunder Flughafen haben. Und das ist halt wirklich so. Wenn man sich dieses Fiasko anguckt, was da passiert und was da auch bei der Wirtschaftswoche geschrieben worden ist, und zwar ist das von dem Operative Chief Robert Carey, dem CEO, wahrscheinlich Chief Operating Officer. Er hat folgendes Zitat, lese ich euch auch vor: Wir haben derzeit ohnehin wenig Flugzeuge. Wenn wir da eines nach Deutschland schicken, verdient es dort meist weniger Geld als anderswo. Und er sagt auch, dass es in Deutschland Flughäfen gibt, die Wachstum wollen. Aber das Schöne ist ja, wenn man Wachstum will und nicht kann, dann ist das natürlich ein Problem. Dann auch das nächste Thema ist halt auch in dem Fall, dass die Hälfte der Flotte im Kernmarkt Osteuropa eingesetzt wird. Ich meine, die sind ja auch ungarisch und dann haben die auch in Abu Dhabi das Drehkreuz. Also insofern ist es so, dass man 25% eh außerhalb der EU hat mit Abu Dhabi. Daran seht ihr, dass Westeuropa da keinen Spaß verdient. Aber das ist halt wirklich so, dass die Billig-Airline bei uns halt keinen Fuß fassen, nicht weil wir unattraktiv werden, aber bei uns sind die Margen halt kleiner, weil bei uns die Kosten so viel höher sind, aber man die Preise dann dementsprechend da gar nicht durchsetzen kann. Spannende Geschichte. Was auch eine spannende Geschichte ist, ist Dubai. Und ich meine, ich habe ja lange dort gelebt und ich war ja lange vor Ort und ich bin auch vom DWC, also Delta WC, Dubai World Central, abgeflogen. Die wollen wirklich da Gas geben und die haben jetzt ein paar Piktogramme rausgegeben. Und zwar gebe ich euch mal was aufs Auge, damit ihr mal seht, was da in der Pipeline köchelt. Wenn es funktionieren würde mit dem Rüberziehen. Da ist es. So soll das im Flughafen aussehen. Das sieht doch relativ geil aus. Man möchte nämlich den ganzen Betrieb von Dubai International, das ist der gerade quasi aus allen Nähten gefühlt Platz, zum Al Maktoum Flughafen umziehen. Und das ist das, was Sheikh Mohammed auf X schreibt. Dubai wird der Flughafen, der Hafen, die Metropole, das neue globale Zentrum der Welt sein. Auch im Moment läuft Emirates Air darüber, auch die Dubai Air Show ist dort, nur so als Randbemerkung. Ich habe noch ein zweites Bild von der Außenansicht, was ich äußerst spannend finde, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses Bild hier. Es funktioniert immer nicht. Schade, dass wenn ihr den Podcast schaut, dass ihr es nicht sehen könnt. Deshalb empfehle ich euch immer das in Realbild. Also es sind fantastische Bilder. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, was ihr davon haltet und könnt da wirklich schreiben, wie ihr das seht. Also ich denke mal, dass so ein Flughafen, der halt wirklich spannend gebaut ist und durchaus Potenzial hat, schon dort Sinn macht, wenn man den Anspruch hat, ein Weltflughafen zu sein. Ich suche gerade den Knopf, wo es weggeht, da ist es. Aber auf der anderen Seite ist dieser Gigantismus, den man in Dubai hat, natürlich auch erschreckend. Auf der anderen Seite, wir fangen hier an mit CO2 und den ganzen Sachen. Die haben da gar kein Interesse dran. 5 parallel zueinander verlaufende Runways, 400 Gate-Positionen, Kapazität für 260 Millionen Passagiere pro Jahr. Also nur, dass man weiß. Und das ist absolut krass. Also meine Meinung wäre ja gewesen, dass man quasi eine Schnellbahn zwischen Abu Dhabi und Dubai macht. Und dann beide sich dann in Dubai World Central treffen. Und dann hätte man den Flughafen Abu Dhabi auch sich quetschen können. Und man hätte auch dann Etihad quetschen können. Aber leider ist es so, dass man letztes Jahr in Dubai 86,9 Millionen Leute da hatte. Der Rekordwert liegt bei 88 Millionen. Daran seht ihr, dass 260 Millionen natürlich relativ weit noch Luft nach oben lässt. Und man möchte dort Milliarden in den hoffentlich nicht in den Sand setzen, weil es gab ja in Dubai auch das Problem mit Dubai World Central, dass die Pisten am Absacken waren, weil sie auf Sand gebaut waren. Also das war auch ein Problem, was man dort hatte. Aber ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und was ihr davon haltet. Auch was ihr von haltet von der ITA, weiß ich ja teilweise. Einige sagen, lass das Thema sein, komm, vergiss es. Aber anscheinend gibt es dort Bewegungen. EasyJet unterstützt die Lufthansa in der Form, dass man sagt, ja, wir nehmen euch gerne die Slots in Linate ab. Da sollen 22 Slots abgegeben werden, also 11 Paare, wenn ich das richtig noch rekapituliere. Genau, 11 Paare, das sind 22 Flüge.
Und auch die Strecke zwischen Mailand, Linate und Brüssel soll von Brussels nicht mehr geflogen werden, weil sie ja zur Lufthansa-Gruppe gehören. Das würde auch genau in die Wachstumsstrategie gehören und passen von EasyJet, weil Johann, wie heißt er eigentlich mit Nachnamen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall der CEO von Johann Ludgren, glaube ich. Johann, der CEO von EasyJet, der sagt, ja, das ist cool, wir wollen da wachsen. Im Gegensatz zur Wizz Air halten wir viel davon. Und wenn man da halt wirklich ITA Airways sieht, die haben 88 Slot-Paare, also 88 mal 2, was ihr dann rechnen könnt, 172, ne Quatsch, 176, habe ich jetzt richtig gerechnet. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, ihr könnt mich ja kontrollieren. Und da ist es halt wirklich so, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass die Dominanz dort in den Augen der EU dann doch durchaus stark ist. Aber die Lufthansa bewegt sich in dem Punkt, EasyJet unterstützt die Lufthansa, sagt, ja, ich will. Und damit kommen wir vielleicht einer Lösung im Zeitlupentempo näher. Das heißt also, mehr EasyJet in Linate. Ich persönlich, ich mag mal Pensa lieber, aber das ist jetzt auch alles nur so eine... Ihr könnt ja schreiben, welchen Flughafen ihr mir lieber mögt und warum, wieso, weshalb. Ich habe oft in Linate mit Privatjet-Landungen gehabt, damals mit den Gruppen oder in MXP, also in Malpensa sind wir weniger geflogen, aber mit Linie bin ich immer nach Malpensa geflogen, auch von Dubai aus nach Malpensa. Und auch das Sheraton Hotel am Flughafen kenne ich durchaus zu Genüge. Die haben auch für Emirates Crew das ganze Crew-Hotel gestellt. Jo, jetzt können wir weitermachen mit Finnair. Und zwar gibt es bei Finnair ein Problem, und zwar das ist das sogenannte Spoofing. Spoofing heißt, dass man, oder Jamming, Spoofing heißt, dass man das GPS-Signal, das man bekommt, ist falsch. Das heißt also, es zeigt einem an, man ist, ich übertrieben formuliert, man ist über Berlin, aber in Wirklichkeit ist man noch in Polen. So. Und das ist natürlich, wenn man relativ nah zu einer Grenze fliegt, wie dem russischen Luftraum, relativ essentiell, dass dieses dann ordentlich funktioniert. Und bei dem Jamming heißt es, man kriegt gar kein GPS-Signal. Die einzige Fluggesellschaft, die im Moment auch nach Tartu, das ist in Estland liegt, fliegt, ist Finnair mit 2 Umläufen pro Tag. Und die haben wohl da mit GPS die Landung und so weiter, das heißt also als Landeverfahren, weil der Flughafen vielleicht keine anderen Systeme hat. Ich denke mal, das Wetter war auch gleichzeitig vielleicht nicht ganz so optimal, dass man dann dumm umgedreht ist. Die Financial Times sagt im Prinzip, dass das relativ gefährlich ist, genauso wie Margus Chakna, das ist der Außenminister von Estland, hat Folgendes gesagt. Wir denken, dass das, was mit dem GPS passiert, Teil der gegnerischen oder der hostile, also der unfreundlichen russischen Aktivitäten sind. Und wir werden das Ganze mit unseren Verbündeten natürlich diskutieren. Und das ist halt das Thema, was man hat. Aber wir haben dieses Thema ja auch und deshalb ist dieses nicht so ganz so isoliert. Sogar bis Norddeutschland, also Stralsund und so weiter, Auswirkungen. Und dann fragt ihr euch, wie kommen die denn so weit? Ja, Kaliningrad, also ehemals Königsberg, für alle, die Zweiten Weltkrieg wissen, wo das war, ist so, dass die von da aus dann wahrscheinlich das ganze Spoofing, Jamming und so weiter machen. Machen sie natürlich nicht, weil sie lustig sind, sondern machen sie einfach, um Stress zu machen. Und was sie auch machen, das passiert hier natürlich immer wieder über den über der Baltischen See oder der Ostsee. Botnischer Meerbusen ist, glaube ich, der deutsche Fachbegriff. Täglich, dass dort russische Flugzeuge die internationalen Korridore verlassen oder aber auch bewusst irgendwo reinfliegen, um zu gucken, wie reagiert wird. Heißt also, jeden Tag werden diese dann abgefangen von Jets der NATO, von den Engländern, auch von den Deutschen und von anderen, die halt ihre Fighterjets da haben, um die sogenannte NATO-Ostflanke zu schützen, so heißt das Wort. Auch in Finnland ist das am Randgebiet so, dass sie dieses Jamming betreiben. Spoofing könnt ihr übrigens auch sehen mit Israel. Spoofing macht Jamming auch da in Gaza zum Beispiel. Und viele fragen sich ja, warum ist das Flugzeug denn in Beirut gelandet? Das ist Spoofing und Jamming. Also das heißt, dass das einfach falsche Daten sind, die übertragen werden. Gut, dieses Thema hoffentlich wird nicht zu einem größeren Problem auch in Deutschland
oder auch in anderen Teilen Europas, weil es natürlich den Verkehr unsicherer macht. Ist halt einfach so. Ist halt, kannst du vergleichen, so wurde das in dem Financial Times Artikel gesagt, fahr mal durch die Nacht und dann machst du einfach mal das Licht vorne aus. Dann weißt du nicht mehr, wo du hinfährst. Ist jetzt bei dem GPS nicht ganz so vergleichbar, weil man kann ja aus dem Fenster immer noch rausgucken, wenn man Sichten bis zum Anschlag hat. Wenn man natürlich da dann schlechtes Wetter hat, was einem die Sicht verhagelt, was übrigens nachts hat man auch gute Sichten, also ist jetzt nicht so, dass man nicht nachts fliegen kann. Deshalb gibt es ja sogenanntes Night VFR, also Nachtsichtflug. Geht also alles. Aber es ist halt immer wieder, dass man dann halt die Sicherheitsparameter, die man hat, die man oben drauf gepackt hat, reduziert und damit halt das gefährlicher macht. Jetzt haben wir 20 Minuten die Sendung. Ja, 20 Minuten. Ich bin gut, ich habe das Gefühl. 20 Minuten 14 und wir fangen an mit euren Status-Match-Gelüsten. Und zwar Air France KLM bietet wieder ein Status-Match an und jetzt für alle auch, die in Deutschland zum Beispiel angemeldet sind. Und jetzt gehen wir mal die Länder durch. Das finde ich relativ spannend, wenn man sich anguckt. Österreich, Belgien, Deutschland, Tschechische Republik, Ungarn, Irland, Portugal, Polen, Spanien, Schweiz, Italien, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Letzeburg. Da könnt ihr den Status-Match zu Air France KLM machen. Und verwunderlich ist es halt wirklich, dass man da auch in Norwegen, Schweden und so weiter das macht, weil man da mit den Freunden von Eurobonus ja bald SkyTeam hat. Heute hat ja auch irgendwie Arco van der Werf gesagt, hey, wir sind froh, dass wir ab 1. September SkyTeam sind. Ich bin ja Eurobonus Diamond, der wird dann auch zum Elite. Aber hier für euch nochmal zu sagen, was es ist. Wer bei Lufthansa zum Beispiel ist, bekommt mit Hornsirkel oder Senator-Status Platin. Wer den Frequent Traveler hat, kriegt Silber. Weiter geht es dann mit Turkish Airlines. Da gibt es auch ein Elite Plus. Bei Finnair gibt es auch mit dem Platinum den Platin-Status, also von Platinum zu Platinum. Etihad bringt Platinum, Emirates.io bringt Platinum, British Airways Gold, Gold Guest List Premier bringt auch Platinum. Also ihr seht, da sind ganz viele Fluggesellschaften bei. Aber SAS fehlt leider in der Liste, wenn man es sieht. Also insofern da jetzt eine Möglichkeit. Und was das Problematische an der Geschichte ist, es ist jetzt nicht ein direkter Status-Match, sondern es ist halt ein Status-Match, der Geld kostet. Es gibt sogenannte Application-Fee. Deshalb, wenn man in England ist, gibt er einem da auch die Fees, heißt also 399 Euronen, genauso auch wie in Europa für den Platin. Wenn man aus den Regionen Österreich, Belgien, Deutschland und so weiter kommt, in den USA ist es etwas billiger, also Kanada ist nur mit 79 kanadischen Dollar für Silber, 199 kanadische Dollar für Gold und Platin sind 399 kanadische Dollar. Nur damit ihr das wisst, wie viel 399 Kanadien Dollar sind. Ich glaube, das ist billiger. Ja, 272 Euro. Also insofern, da ist dann Einsparpotenzial mit einer kanadischen Anschrift. Und für den einen oder anderen durchaus interessant. Wenn man sich das dann weiter anguckt, was bleibt als Fast-Hit da zu stehen? Ja, der Status ist relativ cool, bringt einem alles, was man so von so einem Status erwartet. Ich gucke gerade noch mal, ob ich irgendwas überlesen habe. Der Flying Blue Platin Status, nur um euch mal den Top-Status zu bringen, bringt 8 Meilen pro Euro, bringt Lounge Access, Sky Priority. Man kann Standard-Sitz aussuchen, kostenlos. Dann kann man Preferred Seat Option haben, auch kostenfrei. Dann kann man ein zusätzliches Gepäckstück mitbringen auf allen Flügen. Dann kann man eine exklusive Platin-Line anrufen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, auch cool. Also das sind so die Vorteile, die es da gibt. Also die Frage des Tages dazu, natürlich passend. Wer von euch macht den Status-Match und vor allem, warum macht den Status-Match? Was erwartet ihr davon? Wie nutzt ihr diesen? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr dazu dann steht. Und ja, wer die Frage des Tages von euch beantwortet. Ich danke allen, die so lange hier zugeschaut, zugehört haben in dem Podcast. Danke euch für eure Zeit und denkt dran, wenn ihr Fragen habt, die Nummer hier zu wählen, für alle, die es nicht sehen, weil ihr den Podcast habt, das ist die +1 760 782 2061. Ich wiederhole, die +1 760
78720261, wenn man die eigene Nummer nicht mehr kennt. Da können wir jederzeit eine WhatsApp-Nachricht schicken oder aber auch in den Shownotes schauen oder im ersten Kommentar, da seht ihr den Link zu den Stammtischen. Da könnt ihr euch gerne melden. Freue mich. Danke euch. Bis morgen in Alter in Frische. Und ich bin hier jetzt erstmal raus. Also, Finish. Ach, Abspann. Ich hätte fast den Abspann vergessen. Also, bis dann. Ciao. Thank you.